Schönen guten Abend zu After Dark. Heute hier mit dem Horrorspiel Visage, von dem ich gar nichts weiß. Aber es wurde schon mir der Mund wässrig gemacht und hier im Hauptbild sehe ich auch einige Wasserspritzer. Es wird also heute mysteriös, dunkel. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erleben. Und nass wird es werden, nehme ich an. Angsttränen werden mir ins Gesicht schießen und der Schweiß wird mir auf der Stirn stehen. Auch wenn hier, ihr wisst ja, wie wir das hier gerade im Green aufzeichnen, auch wenn es um mich herum relativ hell ist, wir haben es hier laut gemacht, wir versuchen die Atmung ein bisschen hinzukriegen. Ja, es hat natürlich einen praktischen Grund, warum wir im Green aufnehmen, das habt ihr mittlerweile auch gemerkt. Und beim letzten Mal bei Until Dawn haben sich vielleicht auch zu Recht der ein oder andere aufgeregt, dass wir das Spiel doch ein bisschen ernster nehmen sollen und das Spiel ein bisschen mehr wirken lassen sollen, der Atmo ihren Raum lassen sollen. Das versuche ich jetzt mal. Ich bin nur mal Simon, ich kann es nicht garantieren. Aber wir versuchen es mal, heute ein bisschen ruhiger anzugehen, ein bisschen Atmo, ein bisschen weniger reden, ein bisschen viel weniger reden vielleicht sogar. Und jetzt drücke ich New Game. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich lasse mich überraschen. Aber wie gesagt, alle hier haben schon geredet. Gucken wir mal. Ach, scheiße, ist sowas ein Management. Und Geduld. Das sind meine zwei ärgsten Feinde. Regie, generell gerne richtig laut, ne, die Spielatmo. Für die Leute da draußen, aber auch gerne für mich hier im Studio. Es ist sehr unangenehm, diese Langatmigkeit. Eine Patrone, zwei Patronen. Das ist unangenehm, weil das auch mittlerweile so echt aussieht. Ach, komm. Ach nee, komm. Oh nee, komm, ey. Ach, das ist so hardcore, ey. Ach nee, komm hier. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre eine sehr gute Bootsequenz für Windows. Immer wenn man den Laptop anmacht, muss man diese komplette Szene erst sich angucken. Das war heftig, Leute. Das war jetzt ein bisschen. So. Eigentlich würde ich mich ja am liebsten jetzt erstmal umgucken, aber das Telefon duldet keinen Aufschub. Hello, Twain. It's Rose, your neighbor.
I know it's late, and I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye-bye. Das hat auf jeden Fall auch immer irgendwas Creepiges, finde ich. So eine Holzdielenbude und dann so ein Telefon klingeln in dieser absoluten Stille. Fiat, muss das sein? Musst du dich jetzt hier so nach vorne drängen? Ich nehme an, dass es sich hier um eine Hommage an die PT-Demo handelt. Oder vielleicht an ein Spiel, was zum parallel dazu entwickelt wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer zuerst war. Okay, candles. Candles are stationary lights that can be lit with a lighter. Okay, das ist logisch. Moving around with a candle requires it to extinguish. They last a long time and act as light sources that help increase your character's sanity. Da haben wir wieder mal diesen Sanity-Faktor. Und ich nehme an, dass die Kerzen eben auch, wie wir gerade schon gesehen haben, relevant sind, um vielleicht sich gegen Monster zu wehren. Ich weiß ja noch nicht so recht, was da auf mich wartet. Geduld und resourceful soll ich sein. Das ist mehr oder weniger alles, was ich weiß. Und dass wir schon offensichtlich seit einiger Zeit entweder in diesem Haus sind, da denke ich direkt wieder an Silent Hill, The Room. Sind wir gefangen? Haben wir irgendwas gemacht? Wollen wir vielleicht einfach nur unsere Ruhe haben? Okay. Jetzt könnte ich doch hier eigentlich die Kerze dran schrauben. Kurz mal gucken. Nee, keine Ahnung wie. Use Key Item. Okay, das geht ja nicht. Habe ich die Kerze mitgenommen, oder? Ja. Naja, da gucken wir gleich mal. Kann ich nicht rein? Okay, das ist sehr ungewöhnlicher Ladescreen jetzt hier mitten im Gang. Your character's sanity will affect your gameplay. Standing too long in the dark will decrease your character's sanity amongst varying other elements. Your character's sanity is represented by the brain icon in the lower left corner of the screen. If you see the brain clearly. I can see clearly now the brain has gone. Ich höre auf. Your character's sanity is dangerously low. Das beschreibt ungefähr die letzten Folgen Until Dawn. And dangerous events will occur. Okay, also, wenn wir im Dunkeln rumlaufen, werden wir nach und nach verrückt und dann steigen die Chancen, dass mysteriöse Dinge passieren, die mich wahrscheinlich dann noch verrückter machen. Ein Perpetuo Verrücktile. Paranormal events occur randomly throughout the game. Learn to identify these paranormal events as they hinder your progress and decrease your sanity greatly. Your character's sanity also affects the number of paranormal event occurrences. Okay, es wird also immer schlimmer. Tatsächlich. Es eskaliert immer schneller. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get your sunscreen towels out and take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. On another note, today we got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. And his whole family. Oh, scheiße. Ist die jetzt kaputt gegangen? Ah, okay, weil die brauchen wir natürlich. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich hätte die jetzt kaputt gemacht. Normalerweise würde die davon kaputt gehen. Ja, noch eine? Nee. Dann. War die hier drin? War das die? Okay. Oh Gott, Post. Die möchte ich schon im echten Leben nicht aufmachen. Da war noch eine Kerze, oder? Nee.
Was ist denn für komische... Soll wohl einfach nur Drecks. Ja, die Bude hat aber auch schon mal schönere Tage gesehen. Ne? Hier so Risse im Gebälk. Alles ein bisschen dreckig. Überall liegt unten Müll rum. Post ungeöffnet. Schmutzspuren. Ganz klar, keine Frau anwesend. Was ist das eigentlich? Das sieht ja interessant aus. Okay, das ist, glaube ich, ganz interessant, weil das soll viel aussagen, könnte ich mir vorstellen. Das sind jetzt ganz viele abgebrochene Schlüssel vor der Haustür, was mich zu dem Gedanken verführt, dass hier eventuell jemand von innen immer wieder versucht hat, rauszukommen. Wahrscheinlich kann er sich auch den Schlüsseldienst nicht leisten, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe das einmal aus Versehen gemacht. Kurze Anekdote zum Thema Räume. Und zwar wollte ich eigentlich nur meine Küchentür abschließen, habe das zum ersten Mal gemacht und ist der Schlüssel darin abgebrochen. Oh, hier komme ich nicht rein, hier werde ich verrückt. Hier gehe ich erstmal nicht hin. Ist der Schlüssel abgebrochen? Und dann dachte ich mir, okay, die Schlüssel sind ja alle gleich hier. Ist tatsächlich so, sind alles die gleichen Schlüssel. Dann probiere ich es mit einem zweiten. Knack, wieder abgebrochen. Waren da in dieser Tür zwei abgebrochene Schlüssel und es war die Küchentür und die war abgeschlossen. Und dann habe ich sie eingetreten, weil ich mir gedacht habe, die Tür reparieren kostet ungefähr genauso viel wie ein Schlüsseldienst. Und stellt sich raus, ich habe sogar noch 100 Euro dabei gespart und durfte eine Tür eintreten. Das ist meine Türgeschichte. Okay, das lassen wir einfach mal liegen. Sieht mir zutiefst religiös aus. Hier auch direkt Mutter Maria und der kleine Klaus. Das ist der Stiefbruder von Jesus. Die meisten, der wird immer rausgeschrieben aus der Bibel. Armer Klaus. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen sollte. Offene Flammen. Keine gute Idee. Oh, der Speicherraum. This room is a hub containing items that represent your progress through the game. Okay. These items are collected in different ways, including at the end of a chapter. Once collected, these items will automatically appear in the progress room. Also jetzt zum Beispiel könnte hier die... Ich habe ja eigentlich wirklich nur nichts Wichtiges, aber stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt was Wichtiges eingesammelt und würde das jetzt wahrscheinlich hier liegen. Oh, kann ich dir... Hier wird mir etwas gereicht. Ich sehe schon, ihr wollt... Es ist euch nicht... Also ich habe ein bisschen das Gefühl, als ob hier gleich irgendeine ängstliche Sequenz kommt. Irgendwas, was mich vielleicht scaren soll. Naja. Ich höre... Entschuldigung, jetzt höre ich dich nicht. Was? Okay, vielen, vielen Dank. Das habt ihr ganz toll gemacht. Danke, dass ihr daran denkt. Aber, mein Gott, jetzt bin ich natürlich schon ein bisschen gehypt. Ne? Jetzt weiß ich, es wird was passieren. Ich gehe nun wo eigentlich hin? Jetzt höre ich das erst. Das höre ich ja wirklich erst jetzt. Es war gerade, man hörte so ein leises Pochen. Aber es kam nicht von mir, weil jetzt, wenn ich mich drehe... Oh, ist ja furchtbar. Das ist jetzt hier der Jumpscare-Kram, oder? Was? Okay, die Tür ist zu. Okay, ich verstehe, warum er mir die Kopfhörer gegeben hat. Das hat nochmal einen ganz anderen Flair so. Ich traue mich gar nicht nach rechts zu gucken. Ah, okay, nur eine Tür. Boah, das wird ganz anders. Man hat so dieses, den wummernden Bass der Schritte auf dem Teppich. Ich kann fast meine eigenen Worte nicht mehr verstehen, weil es so wummert. Kurz mal schauen. Ich weiß, ich habe nichts. Aber einmal möchte ich schauen. Okay, ich habe wirklich gar nichts. Nicht mal, ja, okay, Key Inventory. Also ich nehme an, die Kerzen zum Beispiel, die gehören da nicht dazu. Die sind nicht so wichtig. Kann man jemanden anrufen? Eine Pizza vielleicht? Nee. Aber wenn ich hier abnehme, kann man ja auch, hier sieht man ja so ein paar Nummern. Okay.
das ist sehr, sehr creepy. Das ist einfach super creepy. Oh, ich hasse nichts mehr als diese alten Holzhäuser, wo alles knarzt und... Ha, was? Okay, ist nur Regen. Ah, ah, die Uhr da hinten verhöhnt mich. Ha, 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 sagt sie. So, ich laufe hier nochmal weiter rum. Ich habe unter Umständen ein bisschen den Überblick verloren, was meine Aufgabe eigentlich ist, außer hier rauskommen. Es sieht schön aus. Wirklich schlimm. Man läuft irgendwo lang, hört schon dieses Stöhnen, wo man nicht genau weiß, wo kommt es her? Aus der Bodendiele oder aus einem Schrank? Okay. Echt ein bisschen angespannt gerade. Dabei ist noch gar nichts passiert. Ist auch keiner. Bestimmt eine geheime Tür. Ein schlimmes Geräusch. Jetzt traue ich mich nicht, mich umzugucken. Anstrengend. Was ist denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Es ist dunkel. Dunkel. Es ist halt einfach nur dunkel. Ich habe eigentlich keine Angst vor Dunkelheit. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich traue mich. Okay, ich versuch's nochmal, ob ich da nicht das wieder anmachen kann. Nee. Okay, hier habe ich, glaube ich, alles gemacht, obwohl ich ja eigentlich nichts gemacht habe. Könnte hier oben Wichtiges sein. Auch nicht. Nein! Was soll denn das? Okay, ich muss hier durch. Es hört ja gar nicht mehr auf. Ja, verdammt, ich würde da echt gerne runter, aber... Oh, oh! Das wird richtig schlimm. Ah, ich komme nicht hin, okay. So, ich brauche irgendeine Art von Schlüssel. In klassischer Resident Evil-Manier ist hier wahrscheinlich irgendwo ein Schlüssel. Was ist denn mit den Lampen hier los? Sind wir auch wieder hier oben am Anfang.
Das geht hier alles aus. Das geht hier alles die ganze Zeit aus. Kann ich denn... Ich habe doch eine eingesammelt. Scheinbar kann ich die einfach hier nicht benutzen. Vielleicht... Geräusche sind so schlimm. Okay, ich habe immer noch nichts eingesammelt, was irgendwie wichtig ist. Aber ich war doch jetzt schon überall. Kurz mal gucken, was hier schreibt. Ja, ihr wisst auch noch nicht so direkt, wo man lang muss. Ja, ich muss diesen Schlüssel irgendwie finden. Was ist das denn eigentlich? Das ist zu komisch hier. Oh, was denn? Was denn? Oh, immer dieser. Oh. Sag mal. Die Geräusche sind das Allerschlimmste. Oben. Hat er nicht die Kerze fallen lassen? Das schreibt auch gerade einer. Und ich habe vorhin geguckt, ob sie am Boden lag, aber ich habe sie nicht gesehen. Jetzt habe ich irgendwie auch alle Buttons mal ausprobiert. Kann ich eigentlich rennen oder so? Nee. Oh, ich kann ranzoomen. Okay. Das kann nochmal wichtig werden. Wenn die Tür jammed ist und die hier, die ist verschlossen. Okay. Schon wieder. Was denn? Ich bin mitten im Licht! Nein! Wie komme ich ins Licht? Das ist ja furchtbar! Schon wieder alles zu! Da oben auch! Was genau? Du bist Sau! Hier vielleicht einer drin. Könnte es sein, dass man hier in den... hast du gedacht, Radio? Nicht mit mir. Ja, es passiert wirklich ständig irgendwas, was man so aus Horrorfilmen und anderen Spielen kennt. Irgendein Geräusch. Irgendwo huscht was lang. Es kommt ein Herzpochen. Eine Tür geht zu. Ein Licht geht aus. Und hier war doch auch Licht. Warum habe ich denn nirgendwo mehr Licht? Irgendjemand macht mir die ganze Zeit mein Licht aus. Das könnte mal interessant sein, ja. Pills act as an aid for your character's sanity. They are essential to your survival. When your sanity is dangerously low, they are the only viable option to recover your sanity. Bin ich denn schon jetzt richtig im Arsch? Nee, unten links sieht so aus, als könnte ich vielleicht ein bisschen was gebrauchen. Wie benutze ich das? Ich drück mal A. Okay. Kann ich es auch nehmen? Jetzt habe ich welche genommen, oder? Nee? Ja. Okay, jetzt habe ich auch verstanden, wie man die Kerzen einsetzen kann. Ich nehme an, dass die natürlich auch schnell, da muss ich gleich nochmal hin, dass die auch schnell durchgebrannt sind. Deswegen sollte ich die wirklich nur einsetzen, wenn ich sie wirklich brauche. Sehr interessant, man weiß ja wirklich nicht, was vielleicht hier relevant ist, was man noch gebrauchen kann. Ah, okay. Fuck you. Man kann bei dieser Optik, bei dem Sound gar nicht anders, als zusammenzuzucken. Oh, was ist da drin? Ach so, Q-Tips. Warum hat das jemand zerschlagen? Damit sich die Entwickler keine Mühe geben müssen, das zu spiegeln. Das ist so. Alle Spiegel in Videospielen sind zerschlagen. Und warum? Weil die Entwickler zu faul sind, die Spiegelung einzubauen. Nein! Nein! Lichtschalter! König des Lichtschalters, Simon Kretschmer. Nein! Ich hab doch gerade gesagt, König des Lichtschalters! Ah, okay, ich trau mich nicht. Okay, ich gehe hin. Da will ich eigentlich nichts draufstecken. Hier ist ja noch Licht. Wie kann ich hier Licht machen? Scheiße.
wenn ich da vielleicht die Kerze platziere, es könnte ein Fehler sein, weil es die einzige ist, die ich habe. Ach, ich habe keinen Leiter. Shit. Nein, nicht ausgehen, nicht ausgehen! Ah! Ah! Man wird hier wirklich wahnsinnig. Bleib hier erstmal ein bisschen im Licht stehen. Dann gehe ich da nochmal hoch. Und kämpfe mich die Treppe hoch. Okay, jetzt. Okay, das klappt so nicht. Ich brauche dringend was. Ich komme da nicht rein. Es ist einfach zu dunkel. Ich glaube, ich würde... Okay. Ich habe das Gefühl, als hätte ich in jedem Raum auch immer nur sehr wenig Zeit. Bevor... Oh, bloß nicht. Kann ich den... Ach, ich sitze. Okay. New deputy named after elections held director retired. Nein! Nein, 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 nein! Rennen! Ach, das ist ja wirklich ein ständiges... Ein Schissspiel. Ah, ich benutze sie mal. Oh, geil. Das ist gut. Sind da Wasser- oder Blutflecken? Sieht so ein bisschen nass aus. Lässt sich jetzt gerade schwer sagen. Hier haben sie einen Spiegel. Okay. Okay. Nicht schlecht, Entwickler. Oh, eine Matroschka? Ja, Matroschka. Das ist wohl ein wichtiger Questgegenstand. Oh, so viele Schubladen. Oh, das ist ja Jackpot, Alter. Jackpot. Nee, Store. Und das Ding auch. Ach, ich habe keinen Platz mehr. Oh, das ist ja ärgerlich. Kann ich lesen. Weh. Was ist das? Ach, das ist Johnny Walker, oder? Nein! Ah, jetzt klappt's ja scheinbar doch mit dem Platz. Natürlich nicht. Ein verwinkeltes Gebäude. Moment, ja, in der Dunkelheit, aber hier ist doch Licht. Okay, hier rein kann ich schon. Ah, das ist die Ecke mit dem Kinderzimmer. Die sind verbunden. Diese Musik ist am allerschlimmsten. War das vorher schon so, dieses Ding?
Das macht mir Angst. Oh, ich werde sicher bald verrückt, wenn ich hier noch weiter rumstehe. Kurz mal wieder ein wenig Sanity tanken. Es ist wirklich zermürbend. Eine Frage an die Regie. Ich höre hier wirklich, ich habe hier nichts gehört von der Umgebung. Eine Frage an die Regie. Hätten wir jetzt einen Moment für Werbung? Sonst würde ich hier einfach mal ein bisschen Sonne tanken. Den hätten wir, ja. Ja, haben wir? Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob hier am Ende das Licht wieder ausgeht. Ich drück mal. Gibt's hier irgendeine Pause? Hallo? Es gibt scheinbar keine Pause. Gut, dann hoffe ich, dass mir hier nichts passiert. Ich passe auf. Ich lasse das Licht an. Papa kümmert sich drum. Ihr könnt schön aufs Klo gehen oder was man halt in 3 Minuten machen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Der Schubladensimulator Visage wird von mir gerade angespielt. Es ist die Early Access, deswegen weiß ich nicht genau, ob man da überhaupt durchspielen kann und wenn ja, auf welche Form. Euch gefällt es ganz gut, auch wenn der eine oder andere sagt, was soll denn darin jetzt so erschreckend sein? Dazu kann ich auch nur eine Sache sagen. Ich habe die ersten 10 Minuten, habt ihr ja gesehen, ohne Kopfhörer gespielt, danach mit Kopfhörern. Das ist für euch als Zuschauer von jemandem, der etwas spielt, natürlich vielleicht ein bisschen anders. Aber es hat schon echt eine ganz schön düstere Atmosphäre, die hauptsächlich durch die Geräusche des Hauses, die zum Teil eben dann entweder Einbildung sind oder eben wirklicher Horror, der da lauert, kann man ja jetzt noch nicht sagen. Und das alles ergibt irgendwie dann doch schon, also wenn man genau hinhört, ja, ergibt es eine unglaubliche Atmosphäre, die man so auch nur kennt, wenn man zu Hause ist. Ich kann ein Beispiel, ganz kurz, geht ganz schnell. Ich war in Thailand auf einer in so einem Bungalow, ziemlich im Dschungel. Ja, diese typischen, ne, wo man dann so ein Zimmer hat irgendwo im Dschungel. Und es ist relativ weit, um von da zu irgendwo anders hinzukommen, sage ich mal, zur Rezeption oder so. Also nichts, wo, wenn der Axtmörder hinter einem herrennt, wo man noch sagt, ach, das mache ich doch, hier auf einer Lunge mache ich das. Sondern da ist dann schon vorbei. Ne? Wenn der Typ Profi ist, dann zerteilt er dich. Du kommst da gar nicht hin. Und in so einer Nacht, es regnete, es donnerte, es blitzte, es war unglaublich krass. Wir waren direkt an den Klippen. Das heißt, du hast da auch noch Wasser und Spratz und Spruz und Spratz. Und alle paar Sekunden knallte irgendwas wirklich pam auf den Boden, ne? Jedes Mal zusammen, alle zucken so zusammen, Panik, zum Glück in das WLAN noch. Und am Ende waren das die irgendwelche Affenbrotbaumblätter oder irgend so Palmenblätter, die halt richtig mit Wucht abgerissen wurden oder so runterknallten. Und du sitzt da und denkst, oh Gott, wenn jetzt jemand ist, der uns einfach hier komplett, der könnte uns einfach durch einen Mixer drehen, das würden die erst in 3 Wochen merken. Einfach, du bist komplett ausgeliefert, ne? Und dieses Gefühl, das ich hatte, das ihr gar nicht kennt, dass ihr nur kennt, wer ihr auch da wart. Das simuliert dieses Spiel ganz gut. So, gehen wir doch zurück weiter rein. Ich habe Pause gedrückt. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Doch, da. Finde ich gut, dass es einen Pausenmodus gibt, den man noch extra aktivieren muss. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt. Was ist denn da das Leuchtende? Das ist aber komisch. Seht ihr das? Ja? Kommt das von hier? Könnte sein. Aber ich habe schon öfter solche komischen Lichter hinter dem Glas. Oh shit, ich stehe ja im Dunkeln. Oh Mann, ich bin auch doof. Aber ihr seht schon, was ich meine, oder? Das habe ich schon häufiger gesehen bei anderen Türen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so sein soll. Ob das ein Grafikfehler ist oder nicht. Vielleicht soll das eine Spiegelung sein. Aber vielleicht ist es auch irgendwas, was. Für mich wirkt es wie eine Kamera, die hinter dem Licht wäre. Als wäre ich in irgendeiner Fernsehshow oder so. Ah, ist das laut! Oh Gott, da kriegt man ja. Da wird der Po zur Softeismaschine bei diesem Spiel. Ach, dich kennen wir doch. Du hast sicherlich auch mal. Nee? Noch nie hat eine Uhr irgendwas zu bedeuten.
Merkt ihr, ich bin wieder ein bisschen gesünder. Irgendwie das Gefühl, dass ich in diesem Kinderzimmer, wo ich vorhin war, noch mal was machen müsste. Ach, ich habe ja immer noch... Nein! Wollte ich eigentlich gar nicht, aber vielleicht hilft es mir, um hier durchzukommen. Nein! Das ist extra falsch. Ach. So, ich wollte nämlich alle Schränke... Hier sind immer noch Schränke, die ich noch nicht aufgemacht habe. Im Kinderzimmer ist noch einer. Vielleicht gucke ich mir gleich auch noch mal in dem Hub dieses eine Item an, die Matroschka. Wie wird das nochmal genau ausgesprochen? Matroschka oder Matjoschka? Matroschka. Ich weiß es nicht. Ibuprofen. Entschuldigung. Aber es ist jedes Mal mit so einem lauten Klacken geht diese Kacke dann immer aus. Und es besiegelt ja immer so mehr oder weniger das Schicksal, wenn man zu lange im Dunkeln bleibt. Deswegen kriegt man da eben dann wirklich auch Angst. Ach, diese Kacke. Könnte noch was sein. Wo habe ich noch nicht gesucht? Ich weiß, dass ich irgendwie schon ein, zwei Mal bestimmt an Sachen vorbeigelaufen bin, die wichtig wären. Oh. Wie komme ich denn jetzt wieder raus hier? Dadurch. Nee. Das ist ja... Shit. Es ist wirklich schlimmer, als es wahrscheinlich für euch jetzt aussieht. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich noch hin soll. Es ist überall dunkel. Nein! Da war ich auch schon. Nein, nicht! Nimm das mit. So, jetzt aber. Jetzt gucken wir hier nochmal alles durch. Kinderzimmer oben. Da war doch auch noch was. Gibt's hier auch mal irgendwo eine Lampe, die bleibt? Okay, diese Lampen bleiben. Ich brauche immer noch ein Feuerzeug. Oder irgendeinen Schlüssel. Irgendwas. Hier vielleicht. Manchmal in einem Stiefel könnte man ja theoretisch auch was verstecken. Also immerhin gibt es keine Jumpscares, sondern Atmosphäre. Ah, das, ihr seht diese kleinen blauen Punkte, die sind hier auch, zeigen die, das ist keine Spiegelung, aber die sind offenbar um das Gebäude herum. Bin mir nicht sicher, ob das ein Effekt sein soll oder... Oh, es ist so unangenehm. Licht, geh bitte an. Da! Puh, okay, guck mal in den Chat. Ich würde das Radio ja langsam mal vom Strom nehmen. Das ist korrekt. Ich hätte es längst in die Ecke geworfen, um ehrlich zu sein. Also, wenn jemand einen Tipp hat, ich würde ihn jetzt durchaus annehmen, aber ich habe auch nichts dagegen, noch ein bisschen zu suchen. So ist es wirklich nicht. Nur sollte es euch zu langatmig sein, könnt ihr gerne... Wie ist das alles hier? Voll gesipscht. Oh, die Regie gibt mir gerade einen kleinen Tipp, und zwar Feuerzeug im Schlafzimmer. Mit Fragezeichen. Das heißt, sie ist sich auch nicht ganz sicher. Oh. Ja, das ist doch kacke. Hier komme ich doch nicht lang. Da verlaufe ich mich doch sofort und dann sterbe ich.
wir suchen das Schlafzimmer. Ah, hier ist oben diese, genau. Hier war, kennen wir ja schon die Ecke. Feuerzeug im Elternzimmer. Ist das das Elternzimmer? Nein. So. Hier müsst ihr doch jetzt eigentlich... Das ist aber komisch. Ich dachte, ich hätte jetzt... Ich habe diese Matroschka doch. Müsste doch eigentlich jetzt hier sein. Okay, ich hoffe nicht, dass ich hier noch... Muss ich das vielleicht hier platzieren? Ja, vielleicht ist es das. Auch nicht. Na gut, dann ist das wohl so. Ah! Ey, wenn das noch einmal passiert, dann werde ich aber sauer. Dann gibt's wirklich... Dann gibt's Rabatt. Eine E-Mail an den Chef von euch geht dann raus. Das kann man ja wohl nicht. Das ist, ich habe auch, ich habe Herz. Blöder Rauchmelder. Okay, ich suche das Schlafzimmer. Nur noch Schlafzimmer, Schlafzimmer. So, ich habe nur noch Augen für das Schlafzimmer. Den Schlafzimmerblick. Hier ist auch, ich weiß, hier ist zu. Trotzdem noch mal kurz gucken. Garage Room, okay. Kann ich alles nicht benutzen. Hier könnte man eine Kerze hinpacken. Okay, ich nehme an, wir müssen wieder hoch. Kann ich das jetzt nehmen oder ist das vielleicht... Ist die leer? Nee, sie ist sogar noch. Okay, hier ist ein Schlafzimmer. Könnte das Richtige sein. Wir suchen ein Feuerzeug. Lass uns hier mal alles schön... durchsuchen. Mehr Licht wäre hier wirklich von Vorteil, aber da ich kein Feuerzeug habe, ne? Ja, nix erkennen, irgendeine Box. Josh McCrate. Jetzt auch. Mit Pop-Trunks. Und dich nehme ich auch nochmal mit. Geht nicht mehr. Und voll. Wenn ich den ganzen Kram mal benutzen würde, ne? Das würde helfen. Oh, das ist, als ob man im Innern der Kirche wohnt. Ganz oben. So, wo ist der, wo ist das Elternschlafzimmer? Nee. Ich pack jetzt mal hier eine Kerze hin, damit ich, genau, oder damit ich die später, hier ist auch ein Kinderzimmer, dann ist hier das Elternschlafzimmer wahrscheinlich. So, ihr sagt, ich soll eine Pille schlucken. Da ist das Elternschlafzimmer, endlich. Das verbühlte, zersexte. Schlafzimmer der Eltern. Da möchte ich eigentlich gar nichts von wissen, was sie da machen. Wahrscheinlich Mathe, um auszurechnen, wie sie über die Runden kommen sollen mit zwei Kindern in der heutigen Lage. Okay, ein Feuerzeug. Das ist aber schon so ein bisschen, wo ist Waldo, oder? Also jetzt hier so ein kleines Item suchen. Von dem ich auch nur weiß, dass es existiert, weil ich weiß, dass ich es irgendwann brauche. Ich habe doch wirklich alles gründlichst durchgesucht. Wie ein Staubsauger bin ich da durch. Seht ihr, nichts mehr da. Auch nicht. Okay, alles, was zu ist, wissen wir also, haben wir uns schon mal durchgeguckt. Das ist eigentlich schön. The Thief of My Life. Da ist ein Feuerzeug. Geil.
Lighters, den habe ich kaum gesehen, weil der schwarz ist und eben auf dem schwarzen Tisch lag. Lighters are used as a minor source of light to explore the house and they last a limited amount of time. They will not prevent stress buildup. Standing in the dark with a lighter will decrease your character's sanity. They can also light candles. Ja, geil. Genau so. Vielleicht besser austauschen? Ah, okay. Jetzt nochmal gucken, nicht, dass ich jetzt schon wieder, ist die Tasse, ne? Ne, ich habe, glaube ich, jetzt alles Wichtige hier. Das ist so komisch mit diesen blauen Punkten, aber ich denke, das sollen einfach Spiegelungen sein. Komm, ich fühle mich total beobachtet durch diese Fenster. So, das hätten wir also. Was kann man denn jetzt machen? Einer von euch hat geschrieben, dass hier im Kinderzimmer irgendwas wäre. Sarah and Dad. Ich weiß, ich werde jetzt auch verrückt, ne? Aber ich habe ja keine Wahl. Gibt es hier irgendwo einen Kerzen? Oder habe ich vielleicht noch irgendwo eine Glühbirne? Das wollte ich die ganze Zeit schon mal aufmachen. Das ist der Schrank, den ich aufmachen wollte. Warum kann ich das nicht? Boah, dieser Babykopf, der macht mir Angst, kriege ich Gänsehaut wegen diesem Dreckskopf. Warum? Warum ist der so? Der ist so komisch. Ein Key Inventory? Ernsthaft? Das ist wohl sehr wichtig, scheinbar. Kann ich mir das nochmal angucken? Okay, das kann ich jetzt also hier auch abgeben gleich. Auf diesen Wagen. Nur wo waren die nochmal? Es war ganz... das ist ja lustig. Okay. Ich will da eigentlich noch mal rein. I'm going in. Bleh. Was ist denn hier drin? Das ist doch nicht normal, dass das nicht so einfach aufgeht, oder? Bleh. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich verachte es. Was kann ich hier machen? Nein! Nein, ist das... Feuerzeug einfach fallen lassen in dem Kinderzimmer. Wie komme ich hier raus? Habe ich noch... Nein! Oh Gott, ich sterbe gleich. 1000 Tode. Platziere das Ding da. Und jetzt schön an mit dem... Nein! Nicht essen. Oh. Safe. Oh, das war richtig spannend gerade hier. Hallo! Okay. Irgendwas ist also hinter dieser Wand. Das hat der Vermieter nicht gesagt. Deswegen sind wir also tagsüber dahin gegangen und haben uns die Wohnung angeguckt. Aha, das hat sicher auch damit zu tun. Eigentlich müsste das Monster... in der Schrankwand ja hier sein. So ein bisschen wie Herr Riebmann, der Mann in der Wand. Nur halt als Monster. War da gerade was rechts? Über dem Fenster? Nee, ist nur der Regen. Uiuiui, nein, geh nicht aus, bitte nicht. Ich wollte da vielleicht noch durch. So, was habe ich jetzt überhaupt gemacht? Habe ich irgendwas bekommen? Hier vielleicht nochmal lang.
Kann ich hier was erreichen mit einer Kerze vielleicht? Oh, ich habe keine mehr. Alter, hier geht's ja noch weiter. Ich werde natürlich trotzdem verrückt hier. Das darf man nicht vergessen. Trotz. Ja, den Safe-Schlüssel, den hätte ich natürlich sehr gerne. Ich hätte gern mal jetzt langsam ein paar dieser Wahnsinnseffekte gesehen. Vielleicht sind das eben auch nur die akustischen Halluzinationen. Oh, die Tür ist offen. Die Tür, die war eben noch zu. Geil, jetzt habe ich ja einen Schlüssel. Und zwar für das Basement. Oh Gott, da weiß ich sogar, wo es lang geht. There are two types of items. Key items and dynamic items. Dynamic items stored. Ja gut, das kann man jetzt nicht mehr lesen, aber ihr habt es ja gesehen. Private Filmaufnahmen, die mir nicht gefallen. Nein, 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 anlassen! Shit, shit, shit! Natürlich! Der Lamp. Ah, da steht was, oder? Steht da was hinten? Ja, 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 ja. Da ist doch irgendwas zu sehen in diesem Flackerlicht. Also, das da links. Ah, okay. Also da, wo. Ah, wie heißt denn das? Ich weiß, Grammophon. Da, wo das Grammophon steht und das Bad nachts blinkt. Kann ich noch irgendwas machen? Nee, okay. Sehr viele Tabletten, die hier überall rumliegen. Oh, eine Kerze. Store. Ich will diese Kerze nehmen. So, ich glaube, ich muss jetzt ganz schnell mal ein wenig Licht bekommen. Nee, so nicht. Ach, ich mache da jetzt eine Kerze hin. Nein, das ist ein bisschen doof manchmal. Warum kann ich das so nicht benutzen? Ne? Willst du nicht? Er will einfach nicht. Ah, doch. Oh, jetzt sehe ich hier erst die ganzen Polaroid-Fotos hier. Michael, 1979. Also John... Und Dad, denn Dad könnte Michael sein. Michael und Satan. Okay. Ja, das sind die klassischen Weihnachtsbilder, genau. So sah das aus, 75. Ich erinnere mich. Man braucht einen Baum an Weihnachten. Auch wenn man nicht an den ganzen Schmodder glaubt. Ein Baum muss sein. Das typische Familienessen, noch vor dem Streit. Auch der traditionelle Weihnachtsstreit. Ohne ihn ist es einfach nicht dasselbe. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass mir hier Claire, ja, das ist, die scheint noch wichtig zu sein. Die haben wir ja auch jetzt schon in dem Video gesehen und in den Bildern überall. Es ist halt eine klassische
Familie, hier drei Generationen. Michael, der, ich weiß nicht, John, der Sohn und sein Vater. Puh. Oh, das hier nehme ich natürlich mit. Was? Ich habe den... Oh nein, habe ich gerade den Leiter die ganze Zeit angehabt? Oh, dumm. Tut mir leid. Dann habe ich den jetzt gerade leer gemacht. Naja. Eigentlich wollte ich nur den Leiter wieder einstecken. Ah, da komme ich nicht rein. Dachte eben die ganze Zeit, da gehen wir gleich hin, aber da ist ja gar nichts. Brauche ich Licht. Ja, oder es soll ein Raum mir gerade zeigen, in den ich, zu dem ich gehen muss. Und das ist quasi... Kann ich das nicht so ab... Ach, dann geht das Licht wieder aus. Na toll, das hättet ihr mir aber auch echt sagen können. Schaut mal, wie ich hier, wie der oberste Junkie einfach überall... ja, kleine Tabletten... Päckchen liegen lassen. Pillenpäckchen pflastern seinen Weg. Ja, freut mich, dass euch das Radio genauso nervt wie mich. Es ist unfassbar anstrengend und nervig. Wie das da die ganze Zeit rumdödelt. So, wir suchen ein Grammophon mit einem flackernden... Das ist nicht. Da war es auch nicht. Das ist das Elternzimmer. Hier ist die das Bad, genau. Von daraus geht's hier rüber ins Kinderzimmer. Hier ist erstmal nichts Besonderes. Dann ist es nicht hier. Dann gehe ich mal ins runter. Ach ja, stimmt. Ihr habt ja, ich habe ja den Basement Key. Ihr habt es mir auch gerade gesagt, ich habe es total vergessen, dass ich diesen Schlüssel habe. Ich war jetzt fixiert noch auf dieses komische. Auf dieses komische Bild aus dem Fernseher. Aber ja, ich könnte hier einfach rechts runter. Oh. Nein, das ist der Garagen. Nein, das ist der Garagenschlüssel. Dann ist das Basement hier rechts. Was denn? Ich habe doch wirklich nichts gemacht. Nur versucht, die Tür aufzumachen. Ärgerlich. Hier wird man echt zum Junkie. Moment. Aber das Basement ist doch unten. Warum komme ich denn dann gerade? Warum bin ich jetzt hier oben? Na gut, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich jetzt vielleicht so einen Gegenstand. Nein, ah, du sollst das mitnehmen. Komm. Genau, nichts machen. Einfach mal nichts machen. Ich kann hier einfach nichts damit machen. Das ist, vielleicht muss ich auch alle drei haben. Wenn ich alle drei habe, vielleicht dann. Okay, das bringt ja auch nichts. Oh, wir gehen gleich runter. Hier, oben ist der Keller nicht. Ja, das weiß ich doch auch. Aber man kann ja mal einmal nochmal alles durchgehen. So, jetzt Basement. Wo? Das nicht. Beim Radio. Ah ja. Ja, ich hab ihn doch. Ein letztes Mal. Ich warne dich. Ein letztes Mal. Du bist aus zerbrechlichen elektronischen Elementen zusammengebaut. Eine Faust alleine würde dich vor große Probleme stellen, Radio. Ah! Ah, ein... Sehr gut.
Oh shit. Jetzt hat er ihn fallen gelassen, oder? Weil ich habe jetzt kein Feuerzeug. Hat er es in der Hand? Wo ist es denn hin? Okay, scheinbar habe ich es halt echt in der Hand. Anders kann ich es mir gerade nicht erklären. Also, ihr habt es aber gerade mitgekriegt, ne? Dieses Feuerzeug ist jetzt verschwunden und es liegt nicht an mir. Ich weiß nicht, was passiert ist. Tja. Oh, das ist so furchtbar. Ich kann da nicht runtergehen. Absolut nicht. Ah, das ist ja noch schlimmer. Und das geht nicht. Ich brauche eine Lampe. Ich kann da nicht runter. Oh, jetzt zieht die Mucke nochmal an. Ach. Alles bei 3 hängen geblieben. Und ja, ich weiß genau, ihr alle denkt jetzt auch an den großen Sommerhit. Wisst ihr noch damals? 333 bei Issos Keilerei. Na, immerhin ist da nichts Schlimmes drin. Also irgendwas Ekliges oder so. Ich verachte Tassen. Immerhin kein Kopf. Oder sowas in der Art. Das ist jetzt hier aber schon so ein bisschen die ekligere Ecke des Hauses. Also hier hat jemand schon lange nicht mehr. Ist hier schon jemand lange nicht mehr seinen häuslichen Pflichten nachgekommen. Und damit meine ich natürlich den Mann. Ich weiß gar nicht. Tatsächlich. Spielen wir einen Mann? Weiß ich gar nicht. Ich muss ja nicht zwingend den Charakter aus dem Intro spielen, sondern vielleicht ist das ja in irgendeinem Zusammenhang mit dem Rest hier. Vielleicht sind wir der Täter und sind hier jetzt in so einer Art Strafe, in so einem Hades, in unserer eigenen Private Hell oder so. Um dafür zu sühnen, was wir getan haben. Aber da greife ich vielleicht auch schon ein bisschen zu weit vor. Sehr viel Kram, den man nicht braucht, der hier einfach nur so rumsteht. Sehr viele Bilder. Ist das eine Kerze? Nee. Das haben sie gut geschafft, dass man auch wirklich das Gefühl hat, in der Dunkelheit nimmt man Schaden. Ah, die blockierte Tür ist jetzt offen. Ein Shortcut. Nehme ich gerne an mich. Ist wahrscheinlich leer, oder? Nee, doch nicht. Da ist noch was drin. Das meine ich. Jedes Mal, wenn ich was einstecke, nimmt er irgendwas. Oh, was mache ich denn? Ja gut, ich muss einfach. So.
Moment, was ist denn da? Das hier ist auch interessant hier. Das Muster, wie diese Jalousie runtergezogen ist. Da hat doch jemand, ne, hat so runtergezogen, um durchzugucken. Jemand, der keine Ahnung hat, dass der ganze Shit dabei kaputt geht. Oh, hier sind sie wieder, die kleinen Leuchter oder Lichter. Das ist doch, das soll doch irgendwas bedeuten. Das ist doch nicht einfach nur ein Licht, was da am Fenster hovert. Nee. Das ist irgendwas ganz Besonderes. Und hier war ich schon. Ah, das ist der Klassiker natürlich. Man sieht, wie groß Sarah geworden ist in den Jahren. Kate, getting more and more popular. New Asian restaurant makes blast downtown Oregon. New deputy named after, kann ich schwer, Razzia, irgendwas so. Moment, den hab ich doch. Dieses Haus ist sehr labyrinthartig gebaut, aber auch nicht schlecht. Ist schon für das hier genau richtig gebaut. Nochmal schnell, bevor ich weitergehe, alles aufmachen. Oh! Du scheinst doch wieder wichtig zu werden, oder? Ja! Schon die zweite, und die sieht auch voll widerlich aus mit den toten, schwarzen Augen. Kann ich denn das hier nicht einfach genau wegschieben? Kurz nochmal hier die Tür aufmachen, bevor ich weiter runtergehe, nur damit klar ist, dass hier... Okay, das muss ich nicht noch extra irgendwie neu öffnen. Hier alles... Was sagt mir nochmal hier, was zeigt mir das Fenster immer noch? Diese creepy Ecke? Okay, was zeigt der Fernseher? Da soll ich jetzt lang, das aber nur mit Kerze. Da. Okay, dann mache ich so. Ich will doch. Okay, scheinbar habe ich zu viele Items gerade im. Das ist ein bisschen unnötig kompliziert hier gemacht auch. Ist das die Leere? Ich nehme an, ja. Ja. Shit, ja, aber das hat mir gar nichts gebracht. Da. Okay, immerhin. Oh, da geht's noch weiter runter. Das ist so ekelhaft. Ich muss kurz was überlegen. Und zwar könnte ich jetzt, wenn ich hier rechts rein will, kann ich vielleicht diese Birne nehmen? Nein! Ach, Repair nur. Ich dachte, ich kann die immer rauszupfen und woanders einpflanzen. Das wäre toll. Das hätte gleich vieles erleichtert. Ich muss kurz mal hier so lang laufen. Oh, hier werde ich aber ganz sicher verrückt. Der wird ja crazy, der Simon. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ah.
Das ist ja ganz ekelhafte Soundkulisse gerade. Nein! Das ist genau die Ecke! Aber das bringt ja fast gar nichts, das Licht hier. So. Jetzt zu dir. Oh, ich traue mich wirklich hier nicht weiter. Dabei würde ich gerne gucken, was hier noch so ist. Ich weiß, da links ist auch was Wichtiges. Ich verstehe. Ich verstehe, wie geil. Oh, das ist ja ganz eklig. Ein kleines Mädchen mit einer Nadel im Arm. Ich will eigentlich mit dieser Kiste da interagieren. Ah, das soll ich auch. Okay, ich kann nicht durch dieses... Ja, durch dieses ein Loch da. Durch die Klimaanlage oder was das sein soll. Moment. Ey, nein! Das nicht! Das hier ist super ekelhaft! Hinfort mit dir! Ah! Nein! Was mach ich denn jetzt? Geht's jetzt wieder weg? Nee, die bleibt einfach rumstehen, die Olle. Oh, ist ja furchtbar. Ach, da geht sie wieder weg. Jetzt geht sie wieder weg. Okay. Ich weiß sehr, sehr wenig über das, was hier irgendwie passiert ist. Und bin ein bisschen unsicher. Ja, leer. Verteilen hier wirklich ganz schön viele von diesen Pillenpackung. Irgendwas hier.
Da oben, ja. Na gut. Ich nehme an, die Kamera ist auch irgendwann leer. So, was ist denn jetzt hier? Aha. Da haben wir doch Licht. Da ist ja auch die Kerze da. Jetzt nehme ich die mal mit. Jawohl. Dynamic items that are essential to your progress will respawn in the storage room when left behind. Das ist aber interessant. Okay, gut zu wissen. Also so, dass ich nicht ein Item, wie es mir ja manchmal schon passiert ist, liegen lasse und dann überhaupt nicht mehr weiß, wo es weitergeht. Ey, das ist doch alles. Geht hier auch mal ein Licht an. Wie soll ich denn hier irgendwas machen? Ja, ich weiß, ich werde langsam verrückt. Ich verstehe das Prinzip. Aber es ist auch nicht so einfach, hier bei vollem Verstand zu bleiben. Ich weiß, hier vorne muss ich lang. Aber ich traue mich nicht. Ich traue mich einfach nicht. Ah, so. Kurz mal gucken, ob die noch gehen. Okay, das geht noch. Sehr schön. Haha! Akimbo-Style! Ah, geht leider nicht, weil man immer nur die aktive. Na gut, so. Die beiden nehmen jetzt aber wieder mit. So, das hier sollst du einstecken. Gut. Können natürlich auch erstmal hier lang. Oh, das sieht auch schlimm aus. Ey, was ist denn mit meiner Kamera? Da ist die. Das Geräusch! Die Tür! Immer derselbe Scheiß! Da legst du die nieder, ey! Nein! Nimm den Scheiß! Nur ein Klo. Endlich Licht. Okay, immerhin hat sich der Chat auch sehr erschreckt. Das finde ich gut. Wenn es nicht nur an mir allein liegt. Auf einem Schreck kannst du nicht stehen. Okay, das hier wieder einstecken. Ist hier wirklich gar nichts, ne? Oh, das ist ja mal interessant. Hier ist nämlich unten eine Bodenluke. Das sind immer die schönsten Räume. Oh, ich glaube, die Kamera ist jetzt leer, oder? Ich glaube, die Kamera ist leer. Ja. Na gut. Nein, rennen! Es ist dunkel! Ah, okay, jetzt ist die Kamera im Storage Room. Das ist doch genau so, wie man es braucht. Eigentlich müsste ich sie jetzt direkt wieder holen, oder? Eigentlich müsste ich jetzt direkt wieder hin und sie mir holen. Aber ich bin auch so Feigling. Und hier war ich auch noch nicht durch. Genau, hier geht es nämlich ganz hoch, aber ich bin noch nicht so weit. Na, dann rennen wir halt mal.
Ich drücke RB. Mach es doch. Dass man den immer noch in der Hand haben muss. Okay, so. Fühle ich mich immer ein bisschen... Also eine Kerze fühlt man sich direkt besser. Sag mal, wie groß ist denn der Scheiß hier? Und warum ist hier nie Licht? Ah, okay. Gut, immerhin. Ah, die Ecke. Ja, ja, ja. Jetzt wieder runter. Ich muss wieder runter. Okay, jetzt bleibt mir leider keine Wahl mehr, als jetzt hier lang zu gehen. Diese Ecke, wo die ich nicht lang gehen wollte. Und es ist dann doch nur diese Ecke, wo ich schon war. Jetzt bräuchte ich, oh, deswegen auch Quest-Item. Jetzt gehe ich gleich nochmal zurück, hol die Kamera, weil die zeigt mir ja diese gescribbelten Zeichnungen an den Wänden. Also ohne die Kamera könnte ich mir das ja gar nicht... Moment. Bin ich jetzt wieder hier? Okay, gut zu wissen, aber hier wollte ich halt auch nicht hin. Das Haus ist schon sehr groß. Ich wollte zu dem Locker, in dem meine... Ne? Kann ich... Ach, wir machen es jetzt einfach mal. So, hier... Ach, hier war ich ja. Aber warum... Wo ist denn der Locker nochmal gewesen? War der nicht hier auf dieser Ebene? Ich glaube schon. Kacke. Und immer kommt das Licht einem in den Weg. Oh, da habe ich doch noch einen Basement Key. Ja, das kommt mir aber auch alles bekannt vor. Ah! Da geht's in den Garage Room. Kettensäge wäre jetzt natürlich schon eigentlich ganz sinnvoll, ne? Die würde man gerne haben. Ist hier irgendwas? Oh, scheinbar auch nichts Wichtiges, was da rumsteht. Oder draufsteht. Hier vielleicht, das könnte sein, ne? Nee. Was man jetzt bräuchte, sind so Weihnachts... Baumketten. So diese Lichterketten, ne? Das könnte man jetzt gebrauchen. Nein! Ah. Dumm, ey. Das hier sieht irgendwie auch komisch aus, oder? Da würde ich jetzt gerne mal mit der Kamera drauf halten. Ah, hier, ne? Da geht's da lang. Verdammt, ey, das ärgert mich. Jetzt finde ich irgendwie nicht mehr. Da war das, genau. Hier waren die Ecken. Gut, dass dieses Vieh weg ist. Jetzt muss ich trotzdem nochmal überlegen, wo dieser. Ja, da hinten. Hinter dir. Regie sagt hinter mir. Ich hoffe, dass sie damit meint, dass die Lösung des Rätsels irgendwo hinter mir ist. Du suchst doch den Storage Room, oder nicht? Und nicht ein. Ich kann euch leider nicht hören. Was meint ihr, Regie? Du suchst den Storage Room, oder? Ich such den Storage Room, genau. Ja, da ist die, wo du diese Olle gerade gesehen hast. Da, wo ich die Olle gesehen habe. Da ist der, aber ich dachte, da war ich immer schon zweimal. Aber ja, danke für den Tipp. Moment, ich war hier schon, aber ich gehe trotzdem nochmal um die Ecke. Zurück. Ja, ja, ich weiß, ich wollte nur kurz gucken. Ich höre hier auch irgendwas. Mag ich überhaupt nicht. Puh. Nervlich macht ein Spiel schon fertig. Obwohl gar nicht so viel passiert. Hier ist die Olle gewesen, ne? Den Raum meinst du doch wahrscheinlich. Die Ecke. Nein, der Raum davor, vor dem Gang. Den Raum davor, okay. Das kriegen wir alles raus. Das war hier, ne? Das war hier. Ja, ich stand hier
Da, natürlich, Mann, ich Depp. Da ist sie. Mann, total easy. Hätte ich aber auch. Danke nochmal, liebe Regie. So, jetzt verfolgen wir nochmal diesen Weg. Da. Dieser Part ist richtig geil. Dieser Part ist richtig gut. Das ist irgendwie, hat das was ganz, ganz Verrücktes. Das bin ich. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Wenn hier jetzt nicht irgendwo Kerze ist, dann komme ich ja nicht mehr raus. Na, endlich geht es wieder auf. Okay, also ein Monster mit, hat das kleine Mädchen. Und ich bin der Vater. Und jetzt ist hier alles immer anders. Ne? Jetzt ist hier das auch. Also, ich verstehe schon. Aber was genau habe ich denn jetzt? Ah. Was habe ich jetzt erreicht in diesem Raum? Gefühlt nichts. Soll ich hier nochmal gucken? Da nochmal. Echt die schlimmste WG, die man sich nur vorstellen kann. Wand an Wand mit einem Monster. Ist hier irgendwas Relevantes für mich? Nee. Guck hier nochmal. Was genau willst du von mir? Zeige dich! Oh nein! Ich habe was fallen gelassen. Und noch was. Nee, man kann ja aber nichts machen, ne? Nichts machen kann ich. Jetzt habe ich auch langsam keine Pillen mehr. Oh. Anstrengend. Anstrengend. Was ihr schreibt, verstehst du die Zeichnungen? Sie erzählen eine Geschichte. Naja, ich würde schon sagen, dass die Geschichte... noch ein bisschen selbsterklärend ist. Und zwar, das Mädchen hat mit dem Monster Kontakt aufgenommen und das Monster hat am Ende das kleine Mädchen einfach so in seine Welt genommen. Oder es geht um etwas anderes, etwas heftigeres, Missbrauch in der Familie oder so, und es ist auf diese Art. Das Monster steht für etwas anderes so. Und wir sind das Monster, ne? Ja, da steht doch ein Schild. Schuld. Exakt. Der Simon. Er ist der Horrorspiele Profi. Jede Story wird von ihm auseinandergenommen. Oh, das ist toll. Jetzt plötzlich, man hat die ganze Zeit baut sich so diese Climax, diese Spannung auf. Und es tut wirklich gut, jetzt mal einfach optisch was ganz anderes zu haben, um so ein bisschen, um das abbauen zu können. Denn es gab bisher ja keinen Kampf, es gab keine Möglichkeit mal
diese Spannung wieder loszuwerden. Das Baumhaus unserer Tochter, davon gehe ich zumindest aus. Ich drücke jetzt mal auf Pause, denn ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Moment, wo man kurz noch mal Werbung machen kann. Ist das okay, Regie? Ist das in Ordnung? Ja, können wir machen. Ich sehe leider hier auf der Uhr das nicht. Okay, dann machen wir jetzt noch mal kurz Werbung und danach geht es, wie ich glaube, in das. Ist das dann die letzte Hälfte? Ich habe mein Zeitgefühl völlig verloren. Wie spät ist es denn? Ist es schon 2? Ich weiß es nicht. Hast noch eine halbe Stunde. Ich habe noch eine halbe Stunde. Okay, dann haben wir also noch eine Session. Ich glaube, ich werde es nicht ganz durchspielen können in der Zeit, aber ich habe das Gefühl, als ob wir uns mit diesem Spiel nochmal sehen. Weil das war bisher eigentlich sehr, sehr spannend und ich glaube, ich würde das gerne, je nachdem wie lang es ist, würde ich es gerne durchspielen. Jetzt sehen wir uns erstmal in der Werbung und dann seid ihr gleich wieder hier und dann geht's weiter. Bis dann. After Dark mit Visage, einem Spiel, das einen erst in einem Haus lange im Dunkeln rumirren lässt, während der Wahnsinn an einem nagt, nur um einen dann völlig verwirrend und dann auch so ein bisschen das Ganze noch konfuser machend, ist man in einem, ja eigentlich in einem Wald, ne, oder einem Waldstück und läuft geradeaus, bis man an einem Baumhaus ankommt. Gehört dieses Baumhaus eventuell unserer Tochter? Ist es vielleicht unser Immobilienprojekt für die Zukunft? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich erleben. Ich habe eigentlich keinen Bock hinzugehen, aber wir sind ja offensichtlich ein Mann mit einer Mission, ein Mann auf der Suche, ein Mann, der gerade in seinem, ich nehme an, das findet in seinem Kopf statt oder in seiner persönlichen Vorhölle, auf jeden Fall einem Schild gefolgt ist, auf dem Schuld steht. Und jetzt sind wir bei diesem besagten Baumhaus. Gucken wir mal rein. So, sobald ich zumindest meinen Kopfhörer auf habe. Da haben wir es. Kann ich da nicht hoch? Das ist aber... Ich dachte schon gerade, das wäre ganz schön antiklimaktisch gewesen. Wenn man da nicht hoch kann. Ah, oh, das ist ja krass. Irgendwas ist aus den Medien. Hat mit dem kleinen Kind Kontakt aufgenommen. Aber das traf ich jetzt gerade nicht. Okay, Lucy. Lucy guckt Fernsehen. Das Fernsehen sagt, hallo Lucy. Das Radio sagt, hey, willst du mein Buddy sein? Und dann kommt das Monster aus dem Fernseher und dann ist Lucy traurig oder wütend. Und dann nimmt das Monster die ganze Hütte, den Baumhaus und dann wohnt das kleine Mädchen in dem Monster und da ist ein Vogel, der dann befreit wird, nee. Ich wette, das hat alles irgendeinen supergeilen Kontext. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den verstehe. Aber ich guck sie mir alle nochmal an. Ah! Wusste ich doch. Ich nehme an, wichtig war hier der Schlüssel, damit ich das hier aufkriege. Ja. Oh! Das ist mehr oder weniger das fehlende Bild, nehme ich mal an. Wo könnte das denn hier dazugehören?
Come with me, Missy. Stay with me, Missy. It's bad, Missy. Huh? It has to go away. Don't tell anyone, Missy. Me and you. I want to help you. It's not what it seems, Missy. You don't understand, Missy. Only you can understand. Get rid of it, Missy. Get rid of it, Missy. Do it. Get rid of it, Missy. Do it, Missy. Get rid of it, Missy. Was denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Halt die Fresse! Ich bin nicht Lucy! Ja. Okay, das ist ganz cool. Überall die Lichtschalter. Ist ja ein bisschen das Leitmotiv. Boah, also, was haben wir gerade erfahren? Lucy, ich persönlich glaube, dass... Ich bin mir nicht sicher, was das Monster bedeutet, aber ganz sicher... ist Lucy, ja, ich würde jetzt mal sagen, sie ist schwanger geworden, ne? Sie wurde vielleicht missbraucht, das habe ich ja schon vor Ewigkeiten, ganz am Anfang eigentlich spekuliert. Und ich nehme an, dass sie schwanger geworden ist und dass wer auch immer sie missbraucht hat, eben dann natürlich wollte, dass sie das Kind abtreibt oder Schlimmeres, sofern es das gibt. Und Moment. Ach. Ja, und ich glaube, dass das so ein bisschen der Kern des Ganzen ist. Aber natürlich habe ich null Ahnung, wie das noch weitergeht. Jetzt würde ich hier gerne mit dem Feuerzeug einfach mal diesen Lichtschaltern folgen. Also ich meine, Lucy, ihr sagt doch gerade, ich lieg falsch, aber ich meine, Lucy muss ja kein kleines Mädchen sein. Das kann ja eine Visualisierung ihres Inneren sein, ihres Verletzten, das Kind in sich, das verletzt ist oder so. Vielleicht ist sie eine erwachsene Frau, das wissen wir alles nicht. Tatsache ist, wir haben damit auf jeden Fall irgendwas zu tun, das glaube ich schon. Ich glaube, wir haben ziemlich Dreck am Stecken. Da geht ja gar nichts mehr, alle von diesen Dingern jetzt. Was soll ich denn überhaupt noch machen jetzt? Hilfe! Den Fernseher nochmal anmachen? Das ist ja alles richtig, 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 richtig schlimm. Oh, da ist jemand drin. Lucy? Lucy? Ah! Okay. Ah! Ah! Was sagst du das? Das kotzt mich so an, diese Jumpscares. Immer derselbe Mimpf.
Jetzt auf hier mit dem Monster! Der Monster-Scheiß, der hört jetzt mal auf hier! Hier, hören Sie mal auf! Ich höre Sie! Jawohl, gut. Haben Sie offensichtlich gelernt, dass das Ruhestörung ist. Ich bin empört. Da ist wieder so ein Bild. Gute Nacht. Oh, natürlich, das ist die Todestür. Ah, jetzt kommen wir der Sache aber näher. Geil. Das ist schon geil. Das ist schon ganz geil, muss ich zugeben. Habe ich noch irgendwas? Nee. Ah. Steht da was? Nee. Ich weiß halt überhaupt nicht, was hier von mir erwartet wird, ne? Mann, was mach ich denn jetzt, wenn mein Licht ausgeht? Ah, den wichtigen Schlüssel, den habe ich jetzt. Nein! Bin mir gar nicht sicher, ob ich im Moment verrückt werden kann. Oder ob ich einfach schon komplett verrückt bin und es quasi nichts mehr bringt. Haha, bin ja schon verrückt! Das war klar. Ah, das ist das kleine, schmutzige Bettgeheimnis oben auf dem Speicher. Ich habe aber völlig den Faden verloren irgendwie. Nehme an, ich muss jetzt mit dem Schlüssel zu dem Käfig. Hier bin ich jetzt aber falsch, ne? Hier bin ich jetzt einmal rund gelaufen. Aber man will ja auch gucken, was hier noch so ist. Okay, in diesem Fall. Dinge, die ich schon aufgemacht habe. Okay. Na, ja, war doch ganz okay. Tipps. Zu allem bitte. Zum Ende. Kann ich dir jetzt nochmal neu? Vielleicht eine gute Frage, ob ich jetzt nochmal. Dass nochmal weiterspielen soll. Das war natürlich auch ein treffendes Ende. Ich kann es natürlich auch gerne ein andermal weiterspielen. Oh, was ist anstrengend. Also nervlich bin ich wirklich nah am Ende. Es tut mir leid, ich habe wirklich versucht, leise zu sein. Und nicht auszurasten. Aber es ist teilweise sowas von anstrengend. Puh. Nee. Ja, was soll ich denn aber auch machen gegen das Vieh? Da war der doch eben noch. Wo ist der denn jetzt hin? Habe ich den jetzt etwa schon? Nee. Ist der jetzt woanders? Das ist ja asozial. Jedes Mal woanders.
quasi random Item Placement, okay. Okay. Na gut, wenn du es unbedingt haben willst. Diese Geräusche sind das allerschlimmste. Auf der ganzen Welt. Komm doch her, du Olle! Komm, du! Ich fotografiere dich! Du entkommst mir nicht! Du kommst aufs Cover! Dich machen wir ganz groß zu einem Superstar! Hau nicht ab! Bleib gefälligst da, du feige Sau! So, was ist los? Was ist passiert? Hier ist Licht! Komm zum Licht! Du feige Truller! Truller der Nacht! Ah! Okay, ich hab keinen Bock mehr! Jetzt sterbe ich wieder, oder? Okay. Das ist echt voll blöd. Wo ist sie denn jetzt? Was mache ich denn hier? Was ist das Ziel? Kann ich diese Lampe anmachen? Oh. Hier ist noch eine Lampe. Da ist eine Lampe. Die Lampe an. Fuck you, ey! Fuck you! Oh, nee, ey! Oh! Ich will es nicht mehr mit Kopfhörern spielen. Ich hab's echt satt. Wie viel Zeit haben wir noch, Regie? Fünf Minütchen noch. Schaffe ich das denn noch in fünf Minuten? Das ist doch... Das ist doch unmöglich, klar, ne? Das ist doch... Soll ich jetzt wirklich noch mal versuchen? Aber dann echt nicht mehr mit Kopfhörern. Ihr könnt mich, ey. Das ist mir zu krass. Ich weiß aber überhaupt nicht, was ich jetzt mit dem... Was ich mit dem Ding machen soll. Die ist doch offensichtlich... Ist die... Kann man die nicht killen? Oh, nicht mal Licht kann ihr schaden. Ah ja, da geht mir wirklich der Kackstift. Das ist ja wirklich nicht geil, ist das. Alter. Ey, das ist wirklich random, oder? Ich hab mir das nicht eingebildet. Das ist random, der Schlüssel. Ich hatte ihn vorhin super gefunden. Und jetzt bin ich der Honk. Ich muss wieder suchen. Du Sau. Ja? So. Abhauen. Dich nehme ich noch mit. Oh Scheiße, jetzt geht's nicht. Aber hier komme ich doch her. Aber da muss ich doch. Da muss ich nicht. Aha. Kann mir jemand bitte schnell sagen, was ich machen soll? Zur Tür schleichen. Schlüssel finden. Durch die Tür. Der Truller ausweichen. Okay. Warum ist sie überhaupt da? Das ganze Spiel ist komplett kaputt. Am Anfang... Oh, da rechts steht sie, ne? Ich sehe die Beine. Ich sehe die fucking Beine. Was mache ich denn jetzt? Wenn ich mich jetzt einnehme, kann ich dann... Was mache ich denn jetzt? Die steht halt echt da, die Truller. Dann gehe ich jetzt hier lang. Kann ich jetzt nicht... Ah, nein. Das ist wieder die Tür, stimmt. Alter, ich kack mich hier gleich ein. Es ist wirklich furchtbar. Ist hier noch irgendeine Waffe?
soll ich denn da jetzt bitte machen, ne, wenn die Alte da ist? Wo ist die hin? Die ist nach hinten gewuscht. Lacht ihr nicht. Ich leide für eure Unterhaltung. Oh, ist das ekelhaft alles. Jetzt bin ich hier in diesem Raum. Komm nicht mehr raus. Wo ist das Vögelchen? Piep. Ja, und jetzt? Jetzt schnitze ich mir einen Ausgang. Ach ja, klar. Na, warum auch nicht, ne? Jetzt sind auch noch die Türen weg. Jetzt, also, da guckt mal eine Sekunde, mein Scherz. Ich nehme an, ich soll da jetzt hin, oder? Und soll dem armen kleinen Geistermädchen helfen. Oh. Ja, da ist die Tür wieder. Also irgendwie war dieses arme kleine Mädchen hier in diesen, weiß ich nicht, es ist hier irgendwie gefangen, ne? Man kann es schwer sagen. Ihre Stofftiere zerfetzt, eingemauert. Was heißt das alles? Fotos überall. Das hier, Pico. Ist das kleine Mädchen so ein bisschen wie, ach nee, sonst würde ich das Spiel jetzt spoilern, das will ich nicht. Aber ist die so ein bisschen übersinnlich und erzeugt diesen Geist vielleicht? Ah. So, jetzt probiere ich es nochmal mit den Kopfhörern, ein letztes Mal. Oh Gott. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass es weitergeht, offen gesagt. Ich dachte, das wäre jetzt das Ende. Ah, jetzt liegen ja auch noch überall die Fotos rum. Alles ist irgendwie hässlicher und widerlicher. Und was ist das? Aha. Also, das war jetzt schon sehr bizarr alles. Es gibt also zwei Bösewichte, wenn ich das richtig sehe. Die Monster gewordene Tochter, Sarah,
Und dieses andere Vieh, was wir eben halt auch gesehen haben, die mit den toten Puppenaugen. Ah, da ist auch was weg, seht ihr? Da, ab und zu verschwinden dann auch Dinge. Gut zu wissen. So. Die kann ich aber wirklich auch langsam mal wieder gebrauchen. Habe ich hier alles schon? Ja, ja, alles mehrfach. Ich bin hier also jetzt im Schlafzimmer. Und bewege mich wieder mal nach unten. Es sind wirklich mittlerweile gar keine Lichter mehr da. Es wird immer anstrengender. Große Frage ist wirklich, wo muss ich jetzt hin? Wo findet das nächste Spektakel statt? Fuck you! Alter! Ach, das ist ja wirklich nicht zu glauben. Ich sollte es jetzt noch weiterspielen, oder? Das war jetzt richtig mies, ey. Was habe ich denn gerade? Ich bin wahrscheinlich zu lange im Dunkeln rumgelaufen, ey. Ich kann irgendwie nicht mehr. Liebe Regie, könnt ihr mir wenigstens mal sagen, ob das hier, bin ich hier echt am Ende? Also spielen wir das jetzt noch weiter, aber ich habe das Gefühl, es könnte noch stundenlang gehen. Ich habe mein Zeitgefühl verloren. Also wenn ihr sagt, ich soll noch weiterspielen, dann mache ich das gerne. Hier ist der Save. Ich habe das Gefühl, hier sind noch ganz viele offene Fragen. Mann. Das ist aber auch dumm, was ich hier gerade mache, ne? Gehst du an? Nee, immer noch nicht, ne? So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Uff. Simon? So, Moment. Jetzt sagt mir auch noch die Regie was. Leute, ich höre euch doch nicht. Was? Hallo. Du, das Spiel geht auch eine Weile, ne? Ach, das Spiel geht auch eine Weile. Ja, weil ja, ihr mir geschrieben habt, Ende, Cliffhanger. Ach so. Ja, weil du aufhören sollst. Ich habe gedacht, da kommt jetzt das Ende und das ist ein Cliffhanger, deswegen hast du es gleich. So dachte ich das. Nein, ja, dann sind wir ja, das Spiel geht noch ein bisschen. Ach, dann machen wir doch kurz Päuschen. Ich finde, ich habe viel erreicht. Rom wurde auch nicht an einem Tag niedergebrannt. So, wir hören jetzt wieder auf. Ich spiele das irgendwann noch mal weiter. Ich habe ja gehört von euch noch eine Stunde ungefähr oder eine halbe geht's noch. Das heißt, irgendwann finden wir hoffentlich einen richtigen Moment. Bitte merkt euch, das geht jetzt eher an die Regie und die Techniker dahinter, bitte merkt euch diesen Spielstand und das alles, damit wir diese Ecke weiterspielen können, sobald es wieder eine freie Slot-Möglichkeit gibt. After Dark mit dem doch schon sehr, sehr interessanten Visage. Bis dann.